Ja, brutale Enttäuschung. Glaube ich, nochmal alles reingeworfen, super zurückgekämpft. Das ganze Turnier gekämpft, gefightet und jetzt steht man ohne Medaille da. Ja. Ja, man kann das Turnier jetzt nicht schlecht reden. Wir haben über sehr, sehr weite Strecken sehr gut gespielt. Haben uns halt leider nicht dafür belohnt. Das ist halt einfach das Einzige, was wir uns vorwerfen müssen. Und das ist natürlich jetzt erstmal Stunden, immer ein paar nächsten Tage noch ein bisschen im Kopf drin. Aber ich glaube, dann später kann man schon mit einem guten Gefühl auf das Turnier zurückgucken. Ja, vom Spielverlauf her auch. Wir finde ich, spielen richtig gut. Hängen alles rein. Man hat richtig gemerkt, heute wollte jeder nochmal gewinnen. Und dann ist das zum Schluss ein offenes Spiel. Wir spielen auch gegen eine Weltklasse-Mannschaft, ganz klar. Aber so wie das dann zum Schluss ausgeht, ist das schon sehr, sehr bitter für uns. Ja, Ballgewinn und ja, das Blöde ist einfach bei diesen Hallen, dass man als Spieler nicht sieht, wie lange noch ist. Man kann natürlich sagen, er kann ruhiger spielen, aber Matze hat halt auch keine Ahnung, wie lange noch zu spielen ist. Und deswegen waren wir alle ein bisschen hektisch und haben dann auch wieder noch einen Ball verdattelt, irgendwie komischerweise. Aber ja. Da kann man niemand die Schuld geben. Das passiert einfach leider Gottes und ja, knapp verloren. Ja, ich bin trotzdem jetzt schon unglaublich stolz auf jeden Einzelnen hier, der das mitgemacht hat, sei es Spieler, aber auch Trainer, Betreuer, Physios, Ärzte, alle, die im Hintergrund gearbeitet haben. Das war so toll und ich glaube, da kann jeder stolz auf sich sein. Wie laut schreit der Körper gerade? Gott sei Dank, dass es vorbei ist. Ja, ich hätte gerne noch mal 10 Minuten weitergespielt, um das Spiel umzudrehen, aber ja, ich glaube, jetzt tut jedem auch eine Pause gut.